Liebe Zuschauer, ganz herzlich willkommen zum Nasdaq Report hier von der Technologiebörse am New Yorker Times Square. Ich bin Manuel Koch und bei mir ist heute Fabiola Eiholzer von Just Leading Solutions. Herzlich willkommen. Wir sprechen heute über Lean Agile. Nun werden sich viele fragen, was ist das überhaupt und was ist das Neue daran? Lean Agile ist eine Arbeitsweise, eine Methodik, eine Philosophie, die wir eigentlich schon seit längerer Zeit kennen. Allen bekannt ist höchstwahrscheinlich Lean, die schlanken Prozesse, die ja damals sehr stark geprägt wurden von Toyota. Agile ist, oder agil, wie es im Deutschen heißt, ist etwas, was wir seit circa 20 Jahren kennen, was vermehrt in Projekten eingesetzt wird. Somit sind das Methodiken, Arbeitsweisen, die schon sehr erprobt sind, die seit Jahren erfolgreich bei Unternehmen eingeführt werden. Aber was wir sehen, was neu ist, ist, dass man eigentlich diese Grundwerte und Prinzipien, die da hinterlegt sind, auch entsprechend in das Gesamtunternehmen einbettet. Forbes hat auch gerade geschrieben, das ist eines der bestgehütesten Geheimnisse überhaupt. Was ist denn da das Geheimnis dran? Das Geheimnis liegt daran, dass wir heutzutage in einer Geschäftswelt leben, die sehr rasant ist, die sehr schnelllebig ist und die natürlich auch einem starken Wandel und starken Wettbewerb ausgesetzt ist. Und das sind genau die Herausforderungen, wo Lean und Agile ansetzt. Wir helfen damit Unternehmen, dass sie stabiler, flexibler und innovativer eigentlich werden können. Ja, wie wirkt sich das genau auf die Unternehmenswerte auch aus? Wir setzen an sehr vielen unterschiedlichen Punkten aus, sowohl bei finanziellen wie auch bei nicht finanziellen Werten zeigt sich eigentlich dieser Erfolg. Um nur ein Beispiel zu nennen, John Deere, als bekanntes Unternehmen in der Landtechnik, die haben mit diesem Ansatz ihre Time-to-Market wie auch die Time-to-Production um jeweils 20% senken können. Die Kosten für Garantieleistungen sind um 50% gesenkt worden und gleichzeitig haben sie aber auch das Engagement der Mitarbeiter um 10% steigen können. Jetzt haben Sie ein Beispiel genannt. Ist das dann auch für alle Firmen denkbar? Grundsätzlich ja, auf jeden Fall. Wir sehen heute sehr gute Ergebnisse bei Unternehmen, die sehr technologiegetrieben sind oder Firmen, die in einem Markt sind, der sehr stark auch dass die Wissensarbeit in den Vordergrund stellt. Dort erzielen wir sehr gute Ergebnisse, aber natürlich ist es etwas, was allgemein gültig ist, denn es gilt für alle Firmen, die sich in einer Umgebung befinden, die sehr schnelllebig ist, wo die Kundenansprüche sehr groß sind, die sich auch rasch verändern und da können die ansetzen. Und zahlt sich so eine Investition am Ende auch für das Unternehmen wirklich aus? Auf jeden Fall. Wir sehen, dass die Investitionen in der Regel schon im ersten Jahr entsprechend gedeckt sind, weil wir mit Lean Agile schon sehr schnell erste Ergebnisse sehen. Wenn ich sage sehr schnell, meine ich innerhalb von 2 bis 4 Wochen sehen wir positive Ergebnisse. Wenn man das natürlich in mittelfristig, langfristigen Kontext setzt, sind die Ergebnisse extrem gut. Wie hoch sind die Erfolgschancen dann? Die Erfolgschancen sind grundsätzlich extrem gut, aber es bedingt natürlich auch, dass die Firmen bereit sind, sich auf diese neuen Werte, neuen Prinzipien einzulassen und entsprechend auch dort anzusetzen. Wir sehen teilweise, dass Firmen sich einen gewissen Teil dieser Arbeitsmethodik rausziehen und das dann sehr isoliert betrachten, aber möglichst wenig am Unternehmen selber ändern. Was natürlich dazu führt, dass sie das volle Potenzial von Lean Agile nicht ausschöpfen können oder nur zu teilen. Geben Sie uns doch vielleicht nochmal ein Beispiel, wie das genau abläuft. Sie würden dann in eine Firma gehen, Sie schauen sich die Prozesse eine Weile an und dann würden Sie beratend eingreifen oder ist das so ein Prozess, so eine Teamarbeit? Es ist sowohl als auch. Natürlich der erste Schritt ist, dass die Bereitschaft da sein muss, entsprechend diese Wege zu gehen. Weil wir setzen nicht nur in den Prozessen, Strukturen, Arbeitsweisen an, sondern wir gehen wirklich so quasi an die DNA des Unternehmens ran. Wir prägen die Kultur, die Denkweise, weil diese Art und Weise, wie geht man mit Projekten um, wie geht man mit neuen Herausforderungen, wie geht man mit Kundenwünschen um, das muss wirklich tief verankert sein. Also es ist mehr als nur die Veränderung der Prozesse, sondern es geht wirklich darum, die DNA des Unternehmens, die Kultur des Unternehmens stark zu prägen und diesen steten Wandel auch und Erfolgsfaktoren dann auch mit einzubetten. Welchen Einfluss hat das denn vielleicht auch auf die Finanzmärkte?
Es wird einen sehr positiven Einfluss auf die Finanzmärkte haben, weil wir heute natürlich schon sehen, dass Unternehmen, die nach diesen Prinzipien erfolgreich arbeiten, sowohl auf finanziell wie auch nicht finanzieller Seite deutlich erfolgreicher sind als ihre Wettbewerber, und das wird sich zwangsläufig auch auf den Aktienkurs auswirken. Also somit werden wir da eine starke Veränderung sehen, und wir gehen auch davon aus, dass in den nächsten 2 bis 3 Jahren alle erfolgreichen Unternehmen in der einen oder anderen Weise nach diesen Prinzipien arbeiten werden. Das bedeutet natürlich auch, dass Unternehmen, die da nicht mitziehen können oder wollen, auch schwer haben werden, diesen Wettbewerbsvorsprung entsprechend aufzuholen. Und glauben Sie auch, dass Investoren auch genau auf Lean Agile achten werden, wenn sie investieren wollen in ein Unternehmen? Die Investoren werden sicherlich darauf gucken, wie gehen die Unternehmen mit steigenden Ansprüchen außer kundenseitig, marktseitig, aber auch mitarbeiterseitig um. Und wenn wir dann Unternehmen haben, das sehr stabil ist, das reaktionsfähig ist und das innovativ ist, wird das sicherlich einen sehr positiven Auswirkung haben. Fabiola Eiholzer, vielen Dank, dass Sie heute da waren von Just Leading Solutions. Ich danke Ihnen und ich danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der kommenden Woche wieder hier an der New Yorker Nasdaq. Und für mehr Informationen, da schauen Sie dann doch auch noch auf unsere Webseite.